Hi und herzlich willkommen zurück bei Fear the Dark Unknown. Nein, die Alte ist nicht wieder da. Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt extra nochmal... Ich wollte gerade sagen, sorry, dass ich mich nicht verabschiedet habe, aber ich dachte so, nee, vergiss es. Die hat mir so viel Dings geraubt. Das ist scheiße. Habe ich jetzt eigentlich den Schriebs gelesen gehabt? Der da hinten war? Ich meine, jetzt kann ich ja wenigstens raus. Toll. Das muss ich noch. Ja, ist ja gut. Aber das ging mir halt gerade so auf den Senkel. So, wo war denn das jetzt hier? Genau auf dem Tisch, ne? Ja. Schön. Kann ich die nicht irgendwo einsperren? Also kann ich die Tür nicht zumachen? Ich meine, Schlüssel und Bürste habe ich ja jetzt. Mach mal Tür zu. Nur vorher selber. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube eher weniger. Ich glaube, ich mal kurz speichern. Wie sieht's eigentlich aus? Auch immer noch perfekt. Naja, dann ist ja alles schick. Aber nee, ich dachte... Ey, komm. Hätte, glaube ich, jeder gemacht. Einfach nochmal den Spielstand geladen, weil wirklich weit war ich ja nicht. Oder... Na, was heißt wirklich weit? Ihr wisst, was ich meine. Es hat eh nicht lange gedauert, die Minute. So, aber ist jetzt Kreisch-Uschi wieder hier? Und was bringt mir die Schlüssel? Obwohl. Bürste. Ich meine, hier ist immer noch das. Ja, das ist das Seil. Obwohl, wir könnten bei der Küche mal schnell gucken gehen, ob ich das da verwenden kann. Ich hoffe, Uschi bleibt da in ihrem Raum. Ich glaube es zwar eher nicht. Ja, Bürste, natürlich. Warum auch nicht die Bürste? Okay, der Schlüsselbund funktioniert da nicht. Da auch nicht. Den Ring will ich ehrlich gesagt... Ja, nee, den Ring will ich ehrlich gesagt nicht benutzen. Okay. Geht auch nicht. Ist wirklich der Ring? Nee. Also ich will da nichts in den Topf reinhauen, ne? Das könnte halt schwer nach hinten losgehen. Und wir hatten ja oben auch noch... Hatte ich die Tür zugemacht? Wir hatten unten ja auch noch einige im eigentlichen Hotel einige Türen gehabt, die nicht aufgingen. Obwohl, warte mal, ihr könnt jetzt mal probieren. Jo! Okay, nice. Pass auf, und hier finden wir die Paprika. Das Geheimnis des Mädchens. Da bin ich mal gespannt. Samuel, warum merkst du dir nie, zu welcher Zeit die gewaschene Wäsche zu holen ist? Ich hoffe, dass dir dieses Kindermädchen hilft. Finde raus, zu welcher Uhrzeit das Mädchen zu Hause ankam. Das kleine Mädchen ging um 2 Uhr weg von zu Hause. Sie ging zum Markt eine halbe Stunde ohne Pause. Die Liste der Mutter mit Eifer so abhakte und alle Einkäufe in ihre Tasche sie packte. Am Rückweg nach Hause erzwang ein Schmetterling ihre Pause. Oh. Ich weiß nicht, ob wir die Vogelkäfige aufmachen können, aber das hört sich gerade so an. Dem lief sie eine ganze Stunde lang nach, bis ein dunkler Schatten auf das Mädchen traf. Warte mal, um 2 Uhr. 2.30 Uhr? Die Liste der Mutter mit Eifer sie abhakte. Wie lange hat das gedauert? Dem lief sie eine ganze Stunde lang nach. Dann wird es 3.30 Uhr. Die Rückkehr nach Hause dann noch weit und kostet sie eine Stunde. 4.30 Uhr, als ihre Mutter sie sah, rief sie vor Schreck ganz weiß: Du bist nicht mehr Mädchen, was hast du mit meinem armen Töchterchen angetan? Oder was hast du mit meinem armen Töchterchen angetan? Ich würde sagen 5 Uhr, aber. Oh nein! Oh nee. Ach, die Tür kann ich nicht zumachen. Wo ist denn die? Oder ist die über uns? Oh, natürlich hole ich die Alte damit raus. Wanduhr.
Ja, macht die mich jetzt kalt, wenn die da steht? Was habe ich gesagt? 4:30 Uhr, ne? Oder 5 Uhr. Ah, nein, warte. Ach, Mann, wann war das jetzt? Ich mach mal auf 4 Uhr. Zeiger wählen. Sollte ich da jetzt nochmal reingehen? Anscheinend habe ich das Rätsel richtig gelöst, obwohl das... Ich finde es halt ein bisschen komisch, da die Zeit zum Einkaufen an sich nicht mit einbezogen wurde. Und ich hätte da vielleicht gedacht, eine halbe Stunde. Och nee, Alter, geh weg. Habe ich da jetzt überhaupt noch was vergessen da drinnen? Ja doch, da wäre noch eine Tür, aber die geht mir gerade auf den Senkel. Und ich dachte, okay, von wegen das Geheimnis des kleinen Mädchens, dass sie... Hä, sind das jetzt mehr? Nee, ist wirklich bloß die eine. Nee, von wegen des Geheimnisses des kleinen Mädchens, dass sie dann verschwindet, wenn ich das löse. Dachte ich so, ha, schön, hast du gleich das Problem gelöst. Das ist ja bloß die andere Seite hier, oder? Nee, ist es nicht. Hier bin ich rein. Wäscherei. Es wird das Beste sein, wenn ich ihn in Ruhe lasse. Okay, hier habe ich nichts weiter drin. Warte mal, was ist denn auf der anderen Seite? Ach, das ist das Zimmer. Na gut. Ich mach dir mal ein bisschen Licht, ne? Die Tür ist halt komisch. Warum kann ich da nichts benutzen? Vielleicht komme ich mit dem Schlüssel aus dem Dings auch wieder raus. Und vielleicht sollten wir auch erstmal speichern gehen. Oh. Ich glaube, die muss ich halt wirklich ignorieren. Also... Ich wüsste jetzt nicht, wie ich gegen die ankommen soll. Mit draufhauen und bla, bringt's ja nichts. Tot ist er an sich sowieso. Habe ich noch irgendwas, was weg muss? Ich noch an. Ja, gut. Perfekt. Ich wollte eigentlich in die Kiste legen. Scheiße. Egal. Wir haben ja noch einiges davon. Ach, Kacke. So, nee, ich wollte erstmal... Wir hatten noch hier um die Ecke noch eine verschlossene Tür. Ach, jetzt hat sie den Schlüssel schon wieder nicht ausgewählt. Aha. Okay, da weiß ich, wo wir in der Küche rumkriechen können. Das wird wahrscheinlich auch ganz gut sein für, halt die Klappe, Frau. Ich wollte gerade sagen, also wenn man nicht stehen bleibt, dann funktioniert das ganz gut. Okay, ah, den kann ich hier nicht verwenden. Und da hinten haben wir noch einen. Hatte ich da ein Ventil gehabt? Bin ich so sicher. Hä? Ach, jetzt hat sie einen Absperr. Oh, Mann. So. Kann aber nicht verwendet werden. Bist du sicher? Okay, bist ganz sicher. Alles klar. Warte mal, war das jetzt hier mit dem Dings? Ja. Ich hoffe, die geht mir hier nicht auf die Eier. Ich muss mal gucken, ob wir hier ein Ventil haben. Ich weiß, in der Küche hatten wir eins. Aber von der Seite geht nicht. Hallo? Hallo? Du gehst mir auf den Senkel. Aha, auf einmal geht's.
Okay, Samuels Tagebuch, hey. 2. Mai 28, ich schreibe diese Zeilen in dem Zug, der mich zu meiner geliebten Helen bringt. Es war eine äußerst ertragreiche Reise. Ich habe ein Geschäft abschließen können, das mein Hochzeitsgeschenk an Helen wird. In den letzten Monaten hat sich Helen sehr begeistert für die Idee gezeigt, unser eigenes Familienunternehmen zu haben. Ein Unternehmen, das wir zusammenführen und irgendwann unsere Kinder vererben können. Heute ist ihr Traum wahr geworden. Ich habe ein altes Anwesen in einem nahegelegenen Küstendorf gefunden. Das Anwesen bietet den perfekten Raum für uns und all unsere zukünftigen Gäste. Ich werde all meine Ersparnisse für den Kauf und die Renovierung des Anwesens aufwenden müssen, aber bin sicher, dass wir sie in wenigen Jahren wieder zurückgewinnen werden. Und so haben wir unser eigenes Zuhause. 15. September 28. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich bin frisch mit Helen vermählt und wir geben uns an dem Ort, der unser neues Zuhause sein wird. Die Renovierung des Hotels ist fast abgeschlossen und in wenigen Wochen werden wir die ersten Gäste empfangen können. Uns steht ein großes Stück Arbeit bevor, und um alles in perfektem Zustand zu haben, aber ich bin sicher, dass Helen und ich das hinbekommen werden. Aber ich muss ein kleines finanzielles Geheimnis vor Helen verbergen. Sie wirkt so glücklich und ich will nicht, dass sie sich Sorgen macht. Die Ausgaben der letzten Monate waren höher als erwartet. Entschuldigung, ich habe meine beiden Restaurants verkauft, um die Zahlungen nachkommen zu können. Und ich muss auch den letzten Groschen nutzen, um das Hotel zu eröffnen. Sie verstand das als meine Art, die Vergangenheit hinter mir zu lassen und mich auf unsere gemeinsame Zukunft zu konzentrieren. Sie darf nichts davon erfahren. Weil er hat jetzt seine besten Einnahmequellen abgeschaltet dafür, was eigentlich... Ich weiß nicht, ob es damals schon sowas wie Kredite gab, ne? 20. Januar 29. Das Geschäft wächst nicht so schnell, wie ich dachte. Die Erhaltungskosten des Hotels sind sehr hoch, zu hoch, und unsere Lieferanten erhöhen ständig ihre Preise. Außerdem gelingt es uns nicht, genügend Kunden anzuziehen. Nur einige wenige pro Woche. Helen kümmert sich um die Buchhaltung des Hotels und ich sehe die Besorgnis an, wann immer sie die Bücher aufschlägt. Sie weiß, dass die Zahlen nicht gut sind. Ich fürchte den Tag, an dem sie herausfindet, dass ich ruiniert bin, dass ich alles hier investiert habe, dass uns nur noch dieses Geschäft bleibt, und wenn das Geschäft nicht gut läuft, verlieren wir alles. 17. April 29. Endlich ist er abgereist. Ich dachte, diese zwei Wochen würden nie zu Ende gehen. Vor zwei Wochen kam ein neuer Gast an. Herr Roy Stevenson. Scheinbar ist er ein reicher Kaufmann und reist viel in diese Gegend. Er besucht alle Städte in der Umgebung und schließt hier und dort Geschäfte ab. Aber hinter diesem Schein eines Mannes von Welt ist Roy ein rüpelhafter und verabscheuungswürdiger Mensch. Er war der unangenehmste und konfliktreichste Gast, den ich in all diesen Monaten ertragen musste. Er behandelte meine Frau und mich wie Sklaven. Seine Freundlichkeit gegenüber seiner Kunden wurde uns gegenüber Arroganz. Aber heute ist er endlich seine Rückreise angetreten. Trotz unserer finanziellen Schwierigkeiten wünsche ich Herrn Roy eine lange Reise und dass er niemals wiederkommt. 20. Juli 29. Roy hat sich schon wieder lauthals beschwert, dass sein Abendessen nicht um Punkt 6 abends perfekt war. Da ist manchmal Roy der Typ im Speisesaal mit dem komischen Hut, der sich da mal bewegt hat. Deshalb auch Punkt 6, ne? Also, wenn er es Punkt 6 geschlagen hat, so. Das Essen wurde um Punkt 6 serviert, aber er findet immer etwas, worüber er sich beschweren kann. Das ist das Einzige, was er kann. Er schreit mich vor anderen Gästen an, um deutlich zu machen, dass seine wirtschaftliche Position es ihm erlaubt, über alles und jeden verfügen zu können. Jeden Tag um 6 Uhr werden wir auf eine neue Probe gestellt, und wenn irgendetwas nicht seiner Parametern der Perfektion entspricht, steht er wütend vom Tisch auf und kommt böse auf mich zu. In diesem Moment weiß ich, dass es unmöglich ist, ihn zur Vernunft zu bringen. Es bleibt nur die Konfrontation. Leider werden meine arme Helen und ich ihn noch viele weitere Male ertragen müssen. Er ist zu einem Stammgast des Hotels geworden und unsere finanzielle Lage erlaubt es uns nicht, jemanden abzuweisen, der so viel zu unserem Einkommen beiträgt. Und die letzte Seite fehlt natürlich. Schade. Oh lol. Tageszeitung. Bevor Samuels geheimes Tagebuch. Okay. 16. September 29. Ich will Roy töten. Und ihn töten. Ich ertrage seine Unverschämtheit nicht länger. Er ist kein Mensch. Er wandelt unter uns, als sei er
Einer von uns, aber er ist es nicht. Er beleidigt uns, schreit uns an, spuckt unser Essen aus. Mein Essen. Mein Essen. Ich bin hier in diesen Mauern eingesperrt. Das Hotel ist gescheitert. Es kehren immer weniger Reisende an. Mir bleiben nur Roy und diese Mauern. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will Roy töten. Helden, bitte rette mich. 29. September 29. Es ist ein neuer Gast im Hotel eingetroffen und es scheint, als würde er eine Weile bleiben. Er ist das exakte Gegenteil von Roy. Er ist ruhig, schweigsam, scheint eine gute Erziehung genossen zu haben und ich glaube, er wird mir keine Probleme bereiten. Ich hoffe, er ist meine Rettung. Ich hoffe, er ist der erste von vielen Fremden, die mich vor Roy retten. Okay, da kommt noch ein bisschen was. Auch ganz ehrlich, die Alte nervt. Hau ab jetzt hier. Oh, Licht an hier. Da könnt ihr kuscheln. Licht zu. Dings zu. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Warte mal, da hinten war noch. War das hier hinten? Ne, das war hier hinten. Ist das mein. Ach nee, hier ging der Schlüssel ja nicht, ne? Leer? Lol, ich habe keine Schlüssel mehr. Also. Das war bloß für hier unten, also. Okay, dann komme ich mit dem Schlüsselbund auch nicht raus. Aber ich wollte trotzdem zur Küche. Wir haben ja das Absperrding. Wollte gerade sagen, eine Dings konnten wir ja weiter. Nein. Das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt gehabt, ne? Von wegen, wenn ich das mache, dass das öfters ist, dass ich damit eigentlich erst Inventar aufrufen will. Okay, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ich meine, ich kann hier bloß... Das ist aber nicht bloß so ein... also Abkürzungsding, oder? Also ich weiß, ich habe noch eine Rohrleitung oben. Das Ding ist, wenn ich hier irgendwo rein kann, dann werde ich es wahrscheinlich eigentlich nicht sehen. Hä? Warte mal, ist das die Wand? Okay, das wäre die Wand. Ich will bloß nochmal so lang kriegen. Vielleicht ist das auch die Rohrleitung dann für oben, was wir da gefunden hatten. Dass wir da weiter auch kommen und das hat hier gar nichts zu bedeuten. Ich kriege bloß mal an der Wand lang nicht, dass ich das hier wirklich kein Eingang sehe. Und man das so ein bisschen, naja, versuchen muss. Aber hier ist halt auch nichts, ne? Strange. Aber ich könnte nochmal benutzen. Aber jetzt ist halt weg. Dann würde mir das ja gar nichts bringen. Doch, diesmal war es richtig. Ich wollte jetzt zur Karte. Okay, wir nutzen mal das. Da muss ich nochmal oben. Muss ich nochmal oben was machen. Ich glaube, das Rezept habe ich immer noch nicht fertig. Aber er kann ja auch den Top jetzt nicht rumschleppen. Ne? Okay, hätte mich auch gewundert. Ich schätze mal echt, das ist Roy. Der davon spart. Bin ich jetzt richtig? Nee, ne? Wir gehen mal oben gucken. Oh, die. Ich würde ja sagen, ich hoffe, die Alte geht mir nicht noch oben auf den Sack, aber ich glaube, dass... Ich weiß nicht, vielleicht kann ich mich bloß vor ihr verstecken, weil hier hätte ich gerne die Schlüssel auch noch ausprobiert. Ich muss mal was gucken, wo war denn... Ist das hier gar nicht eingezeichnet? Wir hatten noch ein Zimmer gehabt. Also ich möchte sagen, das war in einem Zimmer gewesen, wo wir noch rumkriechen konnten. Oder war das ein Abstellraum oder sowas? War das manchmal unten gewesen? Also hier ist es auf jeden Fall nicht.
Das ist oben. Wir hatten mehr wie bloß den Eingang. Und ich dachte, der wäre automatisch halt eingezeichnet. Ach, geh mir hier auf den Sack. Außerdem. Ich hab gesagt, geh mir hier. Nein, warte. So. Oder war das weiter oben? Kann das manchmal sein, dass ich hier noch gar nicht war? Und die Treppe vollkommen ignoriert habe? Ich habe jetzt noch eine Sache frei. Okay. Da ist ja Haufen drin, wa? Nee. Schön wär's gewesen. Nee, okay, dann waren wir hier oben noch gar nicht gewesen. Ich weiß, da liegt noch was zum Heilen, aber... What the fuck, Alter? Ich kann mir nicht vorstellen, was da drin ist. Doch ist es etwas, das glänzt. Ja, toll, eine Spinne. Nein, nein, ach Mann, fuck. Schlüssel. Zu 609. Habe ich noch einen Kokon? Ich weiß halt nicht, ob mich das treffen darf. Ja, da. Da ist eine Tür, Mann. Auf deiner Seite ist halt auch eine Tür. Okay, ich muss den Schlüssel sowieso erstmal ver... Och, Junge. Ah. 609. Wo haben wir 609? Bei 608, ne? Müsste es auch da um die Ecke sein. Ja, das müsste hier... Oh nein, jetzt kommt die alte schon wieder, oder? 609 müsste hier am Ende sein. Theoretisch. Jo. Ein Dolchi. Habe ich auch noch nie verwendet, ne? Sollte ich vielleicht mal. Ein Eimer. Jemand hat das Essen erbrochen. Es ist voller Blut. Von der Menge zu schließen, muss es ihm sehr schlecht gegangen sein. Ich hoffe, dass es ihm besser geht. Nee, das war wahrscheinlich von Roy. Also da musst du nicht hoffen, dass es ihm besser geht. Okay, es geht mir nicht gut. Dieser Schmerz ist unerträglich. Was hat er mir angetan? Es tut weh. Es tut so weh. Samuel, du warst es. Was hast du ins Essen getan? Mistkerl, hast du... Ich will nicht sterben, nicht so. Ach, Roy ist tot. Ja, gut. Dann sag ich doch, ist Roy. Ja, aber Roy ist halt auch ein Penner gewesen, ja. Ein Stapel Briefe, alle an Roy Stevenson adressiert. Okay, lass mich raten, Roy wird hier irgendwo im Bad rumhängen. Ist blockiert. Ring mit Kotze verwenden. So, die Sache ist bloß... Also ja, wir wissen, Roy ist tot. Vielleicht ist das halt auch bloß für die Story. Aber den... Warte mal, den Dings... Den Schlüssel habe ich nicht. Aber es ist ja eh blockiert. Also es ist egal. Ich habe noch die Bürste. Ring und Bürste. Mit Sicherheit muss ich mit der alten irgendwas machen. Aber ich wollte eigentlich auch mal... Oder ist das in der 608? Das war... Ach! Hier war das mit dem Vogelkäfig und so, ne? Ja, ja. Vielleicht müssen wir auch in richtiger Reihenfolge das bloß angucken. Ich weiß nicht, ich bin mir da nicht wirklich sicher. Nur wo hatten wir die Möglichkeit, in die Wand zu gehen? Das würde ich heute schon... Ich weiß nicht, ob die Barbie da was bringt.
Oder ob ich die einfach mal ignorieren sollte, aber die kommen ja hinterher gescheißert. Jetzt nicht die Treppe hochkommen. Ach, lol. Ja, hier, ich hab's ja freigelassen. Kann ich eigentlich? Okay, das geht. Okay, das geht. Das ist schön. Zwei müssen wir noch haben. Schwein gehabt. Sagen wir, zwei müssen wir noch haben. Oder waren das bloß drei? Ich habe nicht geguckt, was hoch, wie viel hochgekrabbelt sind, ne? Ich muss halt jetzt wirklich nochmal jedes Zimmer absuchen, weil ich mir... Ich dachte, es wird automatisch im Dings eingetragen. Auf der Karte. Irgendwo konnten wir nicht jemanden... Und ich finde es halt komisch, dass hier eine Tür verzeichnet ist, aber sie kann halt den Schrank oder so nicht schieben, ne? Also theoretisch... Theoretisch sollte da eine Tür sein. Oder war das hier? Hier ging es bloß nach oben. Hä, warum komme ich jetzt hier nicht vorbei, Mann? Ich konnte beim letzten Mal auch durch die Treppe... Achso, weil die Treppe genau hier ist. Mann, man sieht sie aber auch nicht. Darf ich mal nach oben? Ne, hier habe ich bloß die Schrote gekriegt. Okay, vergiss es, dann war es hier nicht. Ich würde halt bloß gerne wissen, ob das Viech, was wir da gerade gesehen haben, ob das eine Anspielung für irgendwas ist. Und ich es halt einfach bloß nicht kenne. Ja. Och, Junge, geh mir um den Sack. Na, wirst du wohl. Jetzt ist er wenigstens weg. Da hatte ich eine Skarpe und da ist noch ein Typi drin, aber da brauche ich keine Munition, glaube ich, verschwinden. Das ist die 101. Da ist auch noch eine Tür, aber da komme ich nicht... Oh! Nein, Mann! Shit, 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 shit! Hast du jetzt den scheiß Schlagstock ausgewählt? Wie geht's mir? Bloß noch sehr gut. Na super. Die Sache ist bloß, ich habe da eine Tür gesehen. Ich habe da die fucking Türe gesehen. Ich dachte, das wären alle gewesen. Okay, Problem ist, ich finde das nicht mehr. Unten war es, glaube ich, nicht. Es müsste hier oben gewesen sein. Ach so, das war ja das zum... Okay. Ach so, der war ja hinter der Tür gefangen. Der kam ja sowieso nicht raus. Ich vergaß. Da war was zum Speichern. Okay, 103 ist auch nichts. Das ist zu. Das war aber nicht so weit am Anfang gewesen. Möchte ich behaupten. Ich meine, notfalls kann ich ja bei meinem... Ach, lol. Bei meinem eigenen Dings nachgucken, ne? Warum ist denn das blau? Also hier komme ich ja sowieso nicht raus. Ich bin ja hier mehr oder weniger gefangen. Das ist erstmal passé. Das ist auch passé. Aber wir hatten da bloß den schmalen Gang gehabt. Okay, pass auf.
Was ich Spaß haben, mal gucken. Vielleicht ist Roy auch gar nicht mehr da. Vielleicht können wir auch einfach raus. Ich würde einfach mal versuchen, vielleicht ist die Tür aber auch abgeschlossen und ich darf gar nichts machen. Ne? Ich würde einfach mal versuchen, nochmal in den Speisesaal zu kommen. Ansonsten muss ich erstmal gucken, wie es beim Spielchen ganz gerne mal so ist, wie es überhaupt weitergeht. Na, die Lust zur Tafelrunde ist noch am Start. Ist noch am Start. Und Roy? Ja, es muss nicht Roy sein. Also vielleicht müssen wir dem auch was servieren, aber... Ja, etwas blockiert. Trotzdem, wo habe ich denn... Wir sind doch zweimal in eine Wand reingelatscht. Und bei der einen Seite konnte ich halt nichts machen. Okay, das hat jetzt gar nichts mehr zu sagen gehabt. Und ich finde es halt komisch, dass es da nichts gibt, wo ich hin könnte. Warte mal, das war... Moment. Moment. Ich glaube, mir ist wieder eingefallen. Schnauze! Hier war es gewesen. Ja, lol. Guck mal, das siehst du auch wirklich. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich jetzt auf die Seite gucke, weil hier ist zugesperrt. Und wir brauchen Schlüssel. Vielleicht kommen wir ja trotzdem so irgendwie ran. Ja, gut, dann war das hier bloß die andere Seite. Dann hat das eigentlich... Also ich kann mich da vielleicht vor der Alten verstecken, dass die mich nicht vollkräht. Aber dann hat das gar nichts zu sagen gehabt. So, die Sache ist... Hier habe ich bloß das Seil. Das ist oben. In die komische Tür komme ich nicht rein. Merkwürdiges Symbol. Wir haben noch ein paar Schuss und so. Ich werde mal... mir sowas hier gönnen. Für später. Das habe ich auch schon 50 Mal probiert. Dem juckt das gar nicht. Ich wüsste jetzt halt auch nicht, wo ich die loslassen kann. Wie ich jetzt hier am besten weitermache. Ne? Deshalb würde ich sagen, die letzte Stunde war ja eigentlich... ganz gut gewesen. Glaube ich, für meine Verhältnisse. Ich würde dann mal hier speichern und erstmal schauen, wo es weitergeht. Ne? Dass wir dann morgen an der Stelle da frisch und fröhlich weitermachen können und mal schauen, was, ob ich dann die alte irgendwie wegkriege. Achso, hier habe ich ja keine mehr. Ob ich die alte irgendwie wegkriege, weil die geht dann schon auf den Senkel, ob ich die Suppe fertig machen kann. Obwohl die theoretisch fertig ist. Ob ich irgendwie wieder rauskomme. Ne? Aber das kann halt ein bisschen dauern. Ich meine, wir haben den Ring und die Bürste. Wird mit ihr wahrscheinlich was zu tun haben. Vielleicht hätte ich die auch schon längst irgendwo hinlegen können. Und ich muss mal gucken. Ne? Also ich will auch, wie gesagt, das, was pro Folge mal passiert. Da würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.